Die NSA-Affäre beschäftigt auch den neu gewählten Bundestag. Die Abgeordneten kamen heute zu einer Sondersitzung zusammen. Bundeskanzlerin Merkel sprach von einer Belastung des deutsch-amerikanischen Verhältnisses, betonte aber auch, die USA blieben ein Partner von überragender Bedeutung. Die Opposition warf der Regierung Duckmäusertum gegenüber Washington vor. Als Pappkameraden sind sich Kanzlerin und SPD-Chef ganz nah. Zumindest in den Augen der Demonstranten vor dem Bundestag, die Asyl für den Informanten Edward Snowden fordern. Um den NSA-Skandal, den Snowden ins Rollen gebracht hatte, ging es auch drinnen. Und auch hier die Positionen nicht weit auseinander. Die Vorwürfe sind gravierend. Sie müssen aufgeklärt werden. Und wichtiger noch, für die Zukunft muss neues Vertrauen aufgebaut werden. So sieht das auch Merkels Koalitionspartner in Spee. Wir brauchen wirklich so etwas, ich habe das angedeutet, wie ein Völkerrecht im Netz. Das müssen wir hinkriegen und dazu ist Politik da, meine Damen und Herren. Merkel und Steinmeier einig im Schweigen zu Snowdens Schicksal. Mehr Respekt für den Enthüller fordert da Hans-Christian Ströbele von den Grünen. Er hatte Snowden Ende Oktober in Moskau getroffen. Wäre das nicht eine menschliche Geste hin zu Herrn Snowden, zu sagen, Dankeschön. Und mehr noch, Snowden verdiene Asyl in Deutschland, für die Linkspartei eine Frage nationaler Unabhängigkeit. Deutschland ist erst dann souverän, wenn es Herrn Snowden anhört, schützt, ihm Asyl gewährt und seinen sicheren Aufenthalt organisiert. Doch dafür gibt es hier keine Mehrheit. Die Debatte um die NSA heute zeigt, dass Union und SPD sich zumindest in der Außenpolitik schon verhalten wie echte Koalitionspartner. Das Verhältnis zum mächtigen Verbündeten USA durch Asyl für Edward Snowden zu beschädigen, will man auf jeden Fall vermeiden.